Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run. Part Nummer 17 von der Season 2. Wir machen uns jetzt einmal direkt auf zu unserem Frachter. Und dann sammeln wir jetzt die letzten Schritte, die wir brauchen, um das Echo-Update zu starten. Und wir machen jetzt die lebendige Raumschiff-Quest ein bisschen weiter. Gucken wir mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es jetzt das letzte Bauteil ist oder ob es nochmal warten ist. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. So, aber wie immer checken wir jetzt erstmal einmal, was unsere Fregatten zurückgebracht haben. Industrie hat auf jeden Fall wieder schön Raumschiff-Lagererweiterungen hergebracht. Das ist schon mal gut. Handelsexpedition wird wahrscheinlich nichts sonderlich Interessantes dabei haben. Nö, nur einige Units und ein paar Special-Sachen, Supraleiter etc. Aber das braucht ja sonst keiner mehr quasi. Auf der Kampfmission gab es auch Lagererweiterungen. Das ist auch gut, nehme ich gerne. So, dann haben wir hier unsere zwei Organischen losgeschickt. Ein psionisches Ei, sehr gut. Kriege ich noch eins? Nö. Immerhin eins. Und was haben wir hier? Noch ein psionisches Ei. Sehr gut. Okay. Sortieren wir das einmal kurz ein. Das können wir eigentlich erstmal alles da lassen. Achso, was ich noch machen wollte. Ich hatte hier in der Raffinerie. Hatte ich nicht? Ich dachte, ich hätte in der Raffinerie die Wasserstoff gehabt. Ha. Na, dann machen wir so. So, dann lassen wir einmal den Rest mal wieder verarbeiten. Frachter. Das kommt alles erstmal wieder weg. Braucht ja keiner mehr. Die restlichen Supraleiter jiete ich jetzt auch mal weg. Da kommt auch alles weg. Wie viel Treibstoff habe ich denn jetzt noch? 350, das reicht auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal wieder ein bisschen Treibstoff organisieren. Heißes Eis können wir auf jeden Fall auch wieder gut benutzen. So, psionische Eier haben wir immerhin wieder 11. Das ist doch schon mal ganz gut. Das heißt, wir machen jetzt wieder einen Raumschiffwechsel und ich glaube, Lucky Strike ist jetzt wieder dran. Habe ich noch irgendwas Wichtiges in dem Raumschiff? Da kann ich nochmal mitnehmen. Da kann ich nochmal mitnehmen. Die Sachen jiete ich einfach mal ins Inventar vom Frachter. Weil was man hat, hat man, ne? Die anderen Sachen kann ich erstmal da drin lassen. So, du warst ja schon relativ gut ausstaffiert. Die kann ich tatsächlich auch nochmal da drauf packen. Tritium
kann man auch nicht genügend haben. Okay. Dann hey ho, let's go, I guess. So, jetzt gucken wir uns erstmal Sternengeburt an. Und schauen, ob wir hier irgendwo... Ja, aber nicht. Na, dann warten wir mal darauf, dass uns das Alien-Raumschiff mal wieder begegnet. Wenn es möchte. Ah, sieht nicht danach aus. Dann begeben wir uns doch einfach mal in ein anderes Gefilde. Was nehmen wir denn? Oh, ein Dissonanz-Weaken-System, Piraten kontrolliert. Das klingt doch noch am Plan. Bin mal gespannt, ob wir gleich wieder am Frachter-Battle haben. Brauchen tun wir es auf jeden Fall ja nicht mehr. Aber wenn es da ist, nehmen wir es natürlich mit. Okay, ist nicht da. Ein Planet mit einem Double Ring. Das ist interessant. Superkritischer Planet. Gamma-Wurzel, Kupfer, Uran, okay. Ja. Interessant. So, und da haben wir doch das Alien-Schiff wieder. Der Wirt. Es ist beinahe vollständig, aber hier werden wir auseinandergehen. Wenn du dich mit uns teilst, ist es eine Opfergabe. Es gibt keinen endlosen Verstand, der ausgeschüttet wird. Er muss erbracht werden. Das Lied dieser seltsamen Weltraumkreatur hat sich verändert. Subtil, aber unverkennbar. Es ist zum Duett geworden. Eine perfekte Harmonie mit dem Lehrerei. Weiter zuhören. Die Stimme des Aliens verhallt. Sie wirkt schwächer und in einem perfekt umgekehrten Echo wird das leere Ei immer lauter. Seine Musik wird beharrlich pochend. Es verkündet seine eigene Botschaft. Mächtige Vision einer Welt herauf, die von gewaltigen Anomalien und seltsamen Farben eingesucht wird. Okay, das heißt wahrscheinlich ein sehr spezielles System. Also wahrscheinlich ein blaues, rotes oder grünes. Steht nur gewaltige Anomalien. Das kann natürlich auch alles sein. Sind hier gerade Frachter irgendwo? Eher nicht so. Okay. Fliegt einfach mal ein Solarsegler rum. Oh, das ist ein Water Planet. Okay, auf dem Water Planet habe ich jetzt aber gerade nicht so Lust drauf. Ein Dissonanzplanet hätte ich tatsächlich gerade ganz gerne. Oder habe ich zufällig... Nee, habe ich nicht. Gut, dann fehlt mir das nämlich noch.
Dann machen wir nämlich jetzt nochmal ein bisschen Vorbereitung gerade. Okay, da müssen wir hin. Und dann schauen wir hier aber gerade nochmal eben, ob wir hier zufällig noch ein bisschen Fregattentreibstoff abfangen können oder geborgene Module. Die nehmen wir dann natürlich nochmal eben mit. Mit. Zweimal hintereinander. Nehmen wir doch gleich mit. Dann haben wir schon mal direkt wieder 400 Tonnen Fregattentreibstoff. Was halt recht nice ist. Kohle brauche ich gerade nicht, deshalb lasse ich diese Sachen gerade da. Mir geht es wirklich gerade nur um den Treibstoff. Haben wir ja zum Glück keinen direkten zeitlichen Stress. Weil unsere Expeditionen halt auch innerhalb von 3 Stunden an dem Tag wieder zurück sind. Geborgenes Fregattenmodul. Wieder Treibstoff. Nehmen wir auch gerne. Ist das noch was Interessantes? Nö, ne? Hier nicht. Gucken wir nochmal, ob hier was ist. Gefälschte Schaltkreise, geschwollene DNA-Proben. Okay, es sieht jetzt nicht so aus, als ob hier nochmal was ist. Also lassen wir das hier. Dann machen wir uns dahin einmal auf. Gebogenes Fregattenmodul auf jeden Fall nochmal. Das ist auf jeden Fall nice. Dann haben wir auf jeden Fall auch wieder genügend Fregattentreibstoff. Okay. Schon weg. Können wir hier noch was mitnehmen? Wenn die schon hier gerade vor uns nochmal aufklappen. Können wir on the fly quasi noch was mitnehmen? Aber leider schlecht aus. Hier ist noch was. Das nehmen wir doch mit. Dass das auch immer 200 Tonnen sind, ist auf jeden Fall ganz gut. Das spart auf jeden Fall einiges an Ressourcen. Hier nochmal. Gragra. Uran. Heißt hier das Stuff, den wir eher nicht brauchen? Ah. Das nehmen wir mit.
Okay. Oh, hier ist weiter nichts. Das heißt, ab zum Dissonanzplanet. Ja, das reicht auf jeden Fall jetzt auch erstmal wieder mit dem Treibstoff. Wenn ich da jetzt nicht unbedingt eine Mission dabei habe, wo 500 oder so Tonnen verbraucht werden. Ich meine, ja, ich könnte auch Unterstützungsfregatten mit dabei packen, aber die sind's nicht wirklich wert. Das sind halt Aronda-Fregatten, die sind jetzt nicht so bad. Sind jetzt aber auch nicht so gut. Gott, das ist so ein zerklüfteter Planet, ne? Mit Vulkanen. Sehr angenehm. Ich glaube, ich lande hier einfach jetzt mal. Gravitoball. Okay, aber holen wir eben den rein und dann nehmen wir ihn mal mit. El Minotaurus. Basteln wir hier nochmal eben ein bisschen was ab. Eigentlich auch noch eben nach den Wächterdrohnen mit den umgekehrten Spiegeln. Aber witzigerweise scheint hier nichts zu sein. Dann können wir hier unser Flay das nochmal eben mitnehmen. Danke. Da sind wir runtergebautzt. Gut, dass wir in dem Minotaurus keinen Fallschaden kriegen. Sonst wäre das gerade sehr risky gewesen. Oh, warte mal, das können wir mitnehmen. Haben wir hier nichts Interessantes? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Thank you.
Müssen wir echt mal in eine andere Ecke. Fliegen wir da nochmal hoch und dann nochmal zur Seite. Vielleicht haben wir irgendwo dann doch noch eine Ebene. Hier ist immerhin ein Gebäude. Gucken wir von hier aus nochmal. Da hinten ist auch noch eins. Ah, die Resonatoren sind da. Sehr gut. Dann können wir uns da nochmal eben hinmachen. Ich ignoriere jetzt einfach mal das Gebäude hier, weil das ist mir ziemlich Wumpe. Ich will eigentlich nur wegen Resonator hier hin, weil ich brauche da einen spezifischen Drop von. Und das ist nicht der umgekehrte Spiegel. Ist natürlich echt der einer der beschissensten Planeten, um die zu finden, ne? Leider umgekehrten Spiegel bekommen. Gucken. Ah, noch einen zweiten. Na, ganz eventuell hole ich doch eher den Roamer her. Ist halt einfach ein bisschen flotter. Man müsste auch mit den Bergen besser klarkommen, tatsächlich. Ich dachte kurz, ich hätte mit denen ja auch schon ein paar abgebaut. Von den Dissonanzresonatoren. Was ist denn das da hinten? Sieht irgendwie komisch aus. Da ist nix, aber ich glaube, das da hinten könnte ein Resonator sein. Oh mein Gott! Wie tief kann es runtergehen? Ja. Okay. Weil das ist echt nur das Teil. Holy shit, ging das tief runter hier. Aber der Roma kommt definitiv wesentlich besser mit den unterschiedlichen Höhenlagen hier klar.
mal nochmal kurz von hier. Ein Resonator, please. Muss man jetzt nach unten und nach oben gucken mit dem Teil? Ach, warte mal, was ich... Nee. Das wollte ich jetzt nicht markieren. Was wir aber noch machen können, ist tatsächlich die Technologiemodule auch noch mit abfahren. Weil wir wollen uns ja auch noch einen Pilger organisieren. Auch wenn ich da nicht so ein großer Freund von bin. Es geht ums Prinzip. Ich meine, auf Dauer wollen wir sowieso wieder alle... Exo... Fahrzeuge. Das Vieh hat echt einen riesen Horn. Hier ist nichts, ne? Ich meine, ja, die sind an sich selten, aber so selten? Ich weiß ja nicht. Wegen den Sturmkristallen steige ich jetzt echt nicht aus. Gut, dass er auch ohne Boost hier hochkommt. Ist nichts. Nichts. Kann hier wahr sein. Ich meine, ich habe nicht nur ultra hohe Scan-Reichweite, aber schon eine vergleichsweise höhere. Gucken wir von hier nochmal. Ah, ich glaube, müssen wir echt einen anderen Dissonanzplaneten aufsuchen. Hier finden wir ja nichts hin, oder hier. Oh, da. Perfekt, da ist noch einer. Bauen wir mal schön auf Distanz mal wieder ab. Na, wieder umgekehrten Spiegel. Sadly. Jetzt von hier oben nochmal. Wird da noch was finden? Oh Gott. Nein, ich wollte jetzt nicht den Baum hochfahren gerade. Danke. Ja, wie wir hier rumgeschleudert werden, ne? Einmal Rückwärtsgang. Müssen uns den Weg einmal hier wieder frei bauen. Okay.
So, was haben wir denn? Da hätten wir noch ein Technologiemodul. Ah, da ist sonst nichts. Drei Sterne vorkommen. Oh. Resonator. Wichtiger als alles andere. Hallo? Ich komme. Na komm. Dass er sich immer drehen muss. Sag mal. Ja, wieder nur ein umgekehrter Spiegel. Sad. Das drei Sterne verkommen war halt Beutelgift, also das ist halt nicht ganz so interessant. Irgendwas habe ich hier gerade noch gesehen. Ich weiß nicht, ob es einfach wegen der Distanz war. Ah, hier ist noch einer. Jetzt läuft es ja mit den Resonatoren. Echo-Ortungsrät. Ja, das wollen wir haben. Wunderschön. Haben wir jetzt noch zufällig irgendwas in der Nähe, was interessant ist? Was ist? Nix. Okay. Dann machen wir Lucky Strike einmal wieder. Und dann machen wir uns jetzt einmal weiter auf zum Lehrer. Achso. Fällt mir gerade ein. Habe ich. Genau. Das muss ich mitnehmen. Andere kann ich eigentlich erstmal drauf lassen. Und Abflug. Gerade hoch. Und ab ins andere System. Oh, Euclid. Ich muss in die Euclid-Dimension, da kann ich lange rumfliegen dann. Das wird ja bei der Quest angezeigt. Habe ich so viele? Okay, ich kann auch die Lagerungserweiterungen ordentlich bei den Raumschiffen mal nutzen. Dann schicken wir jetzt erst die Expedition nochmal los. Kann man das gleich nochmal nutzen hier? Industrie. Bringen die uns hoffentlich auch wieder. Gut. Was an Lagererweiterung für Raumschiffe. Die kann man immer gut benutzen, / haben. Hier habe ich noch eine Industrie. Dann gucke ich jetzt einfach, dass ich ein paar
höhere nehme, dann haut das auch hin. Zweimal Kampf ist natürlich schon ein bisschen bitter. Aber ich habe eine organische mit Kampf. Dann jiete ich die weg. Ah, nee. Neun oder sechs, ja, komm. Packe ich einfach noch ein organisches Schiff mit dabei. Beziehungsweise organische Fregatte. Und hier gehen wir dann einmal auf Erkundung. Und ein Handel. Nehmen wir das. So, dann haben wir die alle los. Dann können wir jetzt einmal Richtung Basis porten. Deshalb auch ganz passend, dass wir das im Part 36 unsere Basis da in Euclid gebaut haben. Wir müssen aber eigentlich echt nochmal eine große neue Basis in Hilbert bauen. Und dann mal schauen. Jetzt erstmal ein bisschen hoffen, dass wir ein gutes, lebendiges Raumschiff bekommen. Einmal hoch da. Also irgendwo in Euclid auf jeden Fall muss das sein. Ich weiß leider nicht mehr ganz diese Codewörter, die es bei dem Lehrerei gab. Aber das muss trotzdem fast... Frage ist, wird es hier angezeigt oder eher nicht? Nee, das geht einfach nur die ganze Zeit weiter. Anomalie, Matrose, Meereskönig. Der Stern über Wasser. Euclid, Euclid. Zusätzlich haben wir im Lehrerei gewaltige Anomalie und seltsame Farben. Da klingt für mich auf jeden Fall alles nach einem blauen Planeten. Als ob ich hier keinen Indiumantrieb drin habe. Okay, I guess wir erweitern jetzt erstmal Lucky Strike. Kann ja nicht angehen, dass wir hier so begrenzt Platz noch haben. Meine Hyperantriebreichweite ist nice. Da können wir nicht meckern. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Menge mehr Platz. Und dann können wir gleichzeitig hier noch einmal eben den Anzug erweitern. Hier können wir dann nochmal eben gucken, ob wir ein Upgrade-Modul bekommen.
So, Raumschiff verbessern. Erweiterung anwenden. Und dann hätte ich gerne einmal hier die Spalte ein bisschen weiter. Machen wir einmal die komplette Seite einmal runter. Jetzt ohne Probleme unseren Frachter einmal eben herholen. Und dann basteln wir hier doch nochmal ein Indium-Antrieb mit dabei. Als ob ich keinen Kabelbaum mehr habe jetzt. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte noch unheimlich viele Kabelbäume, aber anscheinend nicht. So, lass mich durch. Also wenn wir schon dann eh hier nochmal hin müssen, dann können wir auch nochmal eben schauen. Räuber eliminieren, nehmen wir. Kreaturen eliminieren, nehmen wir. Entdeckergilde habe ich leider noch nicht genug. So, Kabelbäume. 154, ja, kommt scheiß drauf. Wir brauchen das. Hat er noch was? Nö. Notfall-Wappen will ich halt wirklich nicht. So, das heißt, begeben wir uns dahin. Nee, Wasser. Wir wollen einen blauen Planeten mit Wasser haben. Da stand so viel mit Wasser in der Quest drin. Beziehungsweise Kind of Anekdote zu Wasser. Seltsame Farben und Anomalien, da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das in so einer Welt ist. Ungesunder Planet. Ich meine, gewaltige Anomalien steht theoretisch sogar dann bei dem Planeten mit dabei. Metallener Planet kann tatsächlich auch sein. Also einer von diesen beiden. Na, warte mal, machen wir das erstmal so. Erstmal hier hin. Und dann zu dem anderen. Ganzen Pfützen hier. Landen wir mal. Okay, hier ist nix. Interessantes, was zum Teufel bist du?
Okay. Sind wir bei Horizon Forbidden West? Wir sind bei Horizon Forbidden West, ne? Dass die so eine Art Triebwerk auf dem Rückgang haben, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Solche habe ich schon mal gesehen. Wenn wir mit den Quests soweit durch sind, dann heißt es definitiv erstmal erkunden, ne? Aufsteigende Kugel, versteigert ein niedriger Insekt. Also es muss auf jeden Fall ein Euklid sein. Und ein schwarzes Loch. Auf ein schwarzes Loch habe ich jetzt gerade nicht so Bock. Kann halt nice sein, aber jetzt war unsere Situation eher nicht so. Und ich übertreibe es gerade auch wieder ein bisschen von der Dauer hier, oder? Wir sind jetzt schon wieder bei fast 50 Minuten. Hier sind auf jeden Fall Anomalien. Wir adoptieren mal die Kreatur. Einfach nur, weil sie das können. Gut, aber wenn es hier in dem System nicht ist. Also ich glaube weiterhin, dass es ein blaues sein muss. Deshalb, da machen wir uns jetzt mal dahin auf. Seltene Farben. Farben. Also, die Frage ist, ist ein blauer Sternkörper selten? Theoretisch ja. Ist halt trotzdem die Frage. Eventuell doch eher ein grüner oder ein roter Planet. Staubiger Planet. Matrose, Insekt, Anomalie. Realitätssphäre, Jäger, Euklid, Euklid. Also es muss auf jeden Fall in Euklid sein.
Der Stern über Wasser, die aufsteigende Kugel. Ich kann mir nur vorstellen, dass das halt wirklich ein auf jeden Fall Wasserplanet ist. Jetzt ist halt nur die Frage, rot, grün oder blau. Dann geht's jetzt mal zu einem roten. Ja, damals wusste ich echt diese ganzen Sachen auswendig, ne? Säuerlicher Planet. Der Stern über Wasser. Der Jäger. Könnte sein, dass das ein Viken-System ist. Meereskönig. Planet über Wasser. Also das muss auf jeden Fall ein Wasserplanet sein. Ein bisschen bin ich auch ehrlicherweise dazu geneigt zu sagen, ich fliege mit dem Frachter. Geht's jetzt nochmal an einem grünen? Grün, Wasser, Gag. Jetzt ist die Frage. Grün, Wasser, Viken. Das könnte mit der Jäger passen, weil Gags sind ja eher Händler, Koraks sind ja eher Wissenschaftler. Viken sind Jäger. Also Jäger, Wasser passt. Xenokolonie. Klingt interessant, ehrlicherweise. Wüstenplanet glaube ich fast nicht. Wieder, ne, komplett. Lasst mich doch in Ruhe. Die wollen mich hier nicht wegkommen lassen, ne? Kurz einmal Impulsantrieb und dann... Jetzt. Also wenn es da nicht drauf ist, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall eine neue Folge. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das nochmal war. Na, was haben wir Interessantes? Ein Raumschiff. Also was Interessantes? Nö, hast du nicht.
hallo. Xenokolonie sind auf jeden Fall solche Eier. Und einmal wieder ein Würmchen. Hier gibt es ganz schön viele Fliegende. Gut, aber da das nicht hier ist, würde ich sagen, hier einmal speichern und es geht in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, adios, ciao.